Herzlich willkommen in der lauten Autobahnbrücke. Es wird eine ohrenbetäubende Nacht sein. Dankeschön. Ich werde morgen nur halb so viel hören wie heute. Ich werde mir Taschentücher in die Ohren stecken, glaube ich. Das wird so richtig geil sein. Und es regnet die ganze Zeit, es ist total kühl. Und deswegen schlafen wir unter dieser Autobahnbrücke. Das wird so richtig geil sein. Mein Bruder hat sich schon im Schlafsack eingebuddelt. Und da drüben, da sehen wir die ganze Zeit leuchtende Augen. Das, was uns die ganze Zeit beobachtet und so weiter. Und ich glaube, dass das ein Wolf sein könnte. Aber in letzter Zeit wurde hier in Bremen öfters ein Wolf besichtigt. Und genau, das könnte vielleicht ein Wolf sein, der uns die ganze Zeit hier anguckt. Ich bin ganz gespannt darauf, ob wir von diesem Wolf gegessen werden. Aber ich glaube, der riecht unser Fleisch, was noch nicht durchgebraten ist. Ja genau, deswegen beobachtet er uns die ganze Zeit da hinten. Und ich sehe, beziehungsweise wir beide sehen die ganze Zeit diese reflektierten Augen, die hin und wieder, die ganze Zeit zu uns beobachten und manchmal wieder weggehen und dann wieder herkommen und uns beobachten. Und das sieht wie so eine Hundegestalt aus. Ich glaube, das ist der Wolf. So, mein Bruder und ich liegen im Schlafsack und wir versuchen zu pennen hier unter dieser lauten Autobahnbrücke. Die ist so richtig laut. Die macht die ganzen viel Geräusche. Und ich könnte wetten, dass das die ganze Zeit ein Wolf gewesen war, der uns die ganze Zeit angestarrt hat. Der ist mehrmals wieder zurückgekommen und hat uns von der Seite angestarrt, also von da ganz hinten da drüben. Ja, ja, genau. Wir haben da die Augen gesehen und das hat sich auf jeden Fall ganz anders verhalten wie ein anderes Tier. Also der hat uns die ganze Zeit angestarrt, irgendwie mindestens eine halbe Stunde oder so. Und ist immer wieder zurückgekommen. Genau, aber jetzt habe ich die letzten Minuten nichts mehr gesehen. Von reflektierten Augen, aber ich finde es sehr, sehr schade, dass der nicht zu uns weiter herangekommen ist, damit ich euch das filmen konnte. Man ist auferstanden und die Nacht, die war voll scheiße gewesen, man konnte kaum schlafen. Also ich konnte zwar ein bisschen schlafen, aber diese ganzen Geräusche haben so richtig belästigt. Na gut, der Wind ist zwar ein bisschen hier weniger geworden und diese Regentropfen, die durch die, also unter der Brücke durchgepeitscht haben, ist auch weniger geworden. Aber trotzdem war es so richtig scheiße gewesen, hier zu schlafen. Aber der Wolf ist irgendwann nicht mehr zurückgekommen. Ich hatte ihn zwar noch mal gesehen, ganz kurz, aber dann war er weg. Der hat uns nicht gefressen.